Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Teil unserer Presseveranstaltung heute. Wir haben gerade Ihnen die neue Führung des SC Paderborn 07 vorgestellt und wollen uns jetzt direkt mit dem Thema Sport beschäftigen, denn auch hier gibt es weitere gute personelle Nachrichten und unser Präsident Wilfried Finke wird uns jetzt die neue sportliche Führung mit der Mannschaft vorstellen. Und dann kommt selbstverständlich auch unser neuer Cheftrainer zu Wort. Bitte, Herr Finke. Ja, danke. Ja, ich hatte es ja eben anfänglich gestreift, dieses Thema, dass ich gesagt habe, wir haben 54 Bewerbungen gescannt, haben auch das eine oder andere Gespräch geführt, vielleicht auch das eine oder andere noch mehr, und haben dann das Gespräch mit Herrn Emmerling vor nicht langer Zeit geführt, relativ kurzfristig. Da ist der Funke bei mir das erste Mal so übergesprungen. Das sind ja alles natürlich Entscheidungen, die vom Kopf mitgesteuert werden, aber auch vom Bauch und vom Herzen. Und da war ich überzeugt, dass Herr Emmerling für uns in der jetzigen Situation und auf dem Weg in die zweite Liga und auch für Paderborn genau der richtige Mann ist. Wir waren sehr schnell auf einer Wellenlänge, auch in unserer sportlichen Denke. Er hat einen riesigen Erfahrungsschatz aus seiner Zeit als Bundesligaspieler. Und wer ihn noch kennt, die Älteren unter uns wissen ja noch, was er zu leisten imstande war. Ich glaube, er war nicht der angenehmste Gegenspieler. Also er weiß auch, wie man anderen ein bisschen wehtut. Aber insbesondere seine Art, seine Menschlichkeit. Und trotzdem von der, ich glaube, seiner vorhandenen Führungsstärke ist er für uns zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige Trainer. Wir haben in der letzten Saison unseren Nimbus etwas verspielt, dass wir eine ausgezeichnete Auswahl an Trainern getroffen haben, die bundesweit nahezu einmalig sind. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit Herrn Emmerling den nächsten Kandidaten dieser Kategorie hier in Paderborn erleben werden. Damit ist uns allen geholfen, wenn er uns ein- bis zweimal zum Aufstieg bringt und dann in die erste Liga geht, dann sagen wir jetzt schon Dankeschön. In den parallel laufenden Gesprächen, Sie wissen ja, dass ich, ich sag mal, nicht separat einen Co-Trainer suche und separaten Trainer, weil man muss immer darauf achten, dass so ein Trainergespann kompatibel ist und man sich erhofft, dass die Herrschaften dann auch entsprechend gut zusammenarbeiten können. Habe ich einen Kontakt reaktiviert mit Asif Saric, der ja ein Bestandteil eigentlich unseres Vereins ist. Und auch das hatte ich vorhin, glaube ich, gesagt, ich mich unglaublich freue, dass wir ihn in unseren Reihen wieder begrüßen dürfen. Der loyalste und fleißigste Co-Trainer, den ich in meinem Leben erlebt habe, der leider Gottes im Zuge der Sparmaßnahmen im Sommer diesen Verein verlassen musste. Ich habe das erfahren, nachdem ich schon einige Wochen weg war. Mir tat das sehr leid. Umso mehr ist es mir heute eine Genugtuung, diesen alten Weggefährten in unseren Reihen wieder begrüßen zu dürfen. Also, ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Danke. Dazu kommt, dass wir ja ein gutes Gemisch haben wollen, sowohl altersmäßig. Sie wissen ja, die Trainergenerationen sind auch die haben ihren Fokus auf unterschiedliche Art und Weise. Und ohne den beiden bisher genannten zu nahe treten zu wollen, der Daniel Scherning ist immer ein bisschen jünger. Kann man nicht ändern. Sieht zwar nicht so aus, aber. Ja. Und ich glaube, gerade in dieser Mischung wird unsere Stärke in Zukunft liegen. Daniel Scherning ist vielen von uns auch noch ein Begriff als Paderborner Fußballspieler, als Trainer, der in Paderborn wohnt, als Trainer, der in Bielefeld eine sehr gute Arbeit gemacht hat und die Bielefelder ihn noch nicht gerne haben gehen lassen. Das war schon ein harter Kampf, der bis vor wenigen Stunden gedauert hat. Aber dann glücklicherweise ist alles gut, sag ich mal.
Und ich bin extrem stolz, dass ich eine Trainerriege dieser Zusammenstellung, dieser Menschen zusammengebracht habe, wo ich eine hundertprozentige Überzeugung auch habe, dass sie erfolgreich sein wird. Also ich bin sehr zufrieden und ich denke, dass sie das auch in den nächsten Wochen auf dem Platz einstellen wird. Ich meine, wir haben keine Zauberer eingestellt, es sind immerhin Fußballlehrer und auch da sollten wir ein bisschen Geduld aufbringen, denn es ist A, keine Mannschaft, die einer der drei zusammengestellt hat. Sie müssen im Moment mit der Mannschaft arbeiten, die da ist. Die Einflussmöglichkeiten sind also etwas eingeschränkt, vor allem was die jetzt direkt anfolgenden Spiele angeht. Natürlich wollen wir dort erfolgreich sein. Natürlich werden wir da alles daran tun, um in diesen Spielen erfolgreich Punkte zu holen. Aber ich bitte Ihre Erwartungshaltung zumindest so zu gestalten, dass wir mit einer echten Bemessungsgrundlage des Trainerteams beginnen mit Anfang der Rückrunde, denn dann habe ich die Vorbereitungszeit erledigt und möglicherweise auch die notwendigen Verstärkungen an Bord. Dankeschön. Ja, Herr Finke, vielen Dank für Ihre Einführung und die Vorstellung der neuen Personen im sportlichen Bereich. Kommen wir zu unserem Cheftrainer Stefan. Dein Name ist x-fach schon gefallen, dann brauche ich ihn ja nicht wiederholen. Du hast viel Erfahrung als Spieler, aber auch als Trainer. Mit welcher Motivation und welcher Zielsetzung gehst du hier deine neue Aufgabe in Paderborn an? Ja, zum einen möchte ich natürlich auch erstmal alle ganz herzlich begrüßen. Den einen oder anderen habe ich schon mal zu Gesicht bekommen in diversen Pressekonferenzen. Ja, zum einen freue ich mich natürlich, hier zu sein. Ich freue mich darüber, dass die Wahl auf meine Person getroffen wurde. Und weiß natürlich, ja, um die Schwere der Aufgabe, logischerweise kann sich jeder ausmalen, wer aktuell auf Platz 18 steht, dass das natürlich eine große Herausforderung ist, in dieser Saison jetzt in einer brutal engen Liga, das ist es aber eigentlich jedes Jahr, soweit ich zurückblicken kann. Die dritte Liga ist immer brutal eng, ein, zwei Siege bzw. ein, zwei Niederlagen können schon dazu führen, dass man einige Plätze gut macht oder einige Plätze dann nach unten wandert. Wir haben viele Gespräche geführt, sehr intensive Gespräche. Es kam dann doch zu einer recht schnellen Entscheidung. Und dann war die Frage auch, macht man diesen Schnitt sofort oder wartet man noch die zwei Spiele ab und startet dann ab Januar mit einem komplett neuen Team dann in die Wintervorbereitung und startet dann mit dem Spiel gegen Duisburg. Das kam für uns alle nicht in Frage. Wir waren alle der gleichen Meinung, dass wir da keine Zeit verschwenden wollten. Und wir wollen uns auch sofort einen Einblick verschaffen, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Werden uns in den zwei Spielen dann auch einen Überblick verschaffen, was den Kader angeht. Und klar ist, die Mannschaft ist gefordert, wir sind gefordert. Und gerade in dem Spiel jetzt gegen Münster bzw. danach gegen Osnabrück geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu holen, um ja dann ein schönes Weihnachtsfest zu verbringen, logischerweise, um dann vielleicht auch den einen oder anderen Tabellenplatz gut zu machen. Und trotzdem, das wissen wir alle, dass es in dieser Saison darum geht, die Klasse zu halten, dass es darum geht, einige Plätze gut zu machen in der Liga und was danach kommt, wird man sehen. Ja, klar gibt es ein Projekt, das ja schon vorgestellt wurde. Da wurden wir mit einbezogen, da stehen wir auch voll dahinter. Aber klar, in dieser Saison geht es darum,
so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass wir diese gefährliche Zone verlassen werden. Ja. Mit dem heutigen Tag sind wir extremst gefordert, wir als Trainerteam. Wir wollen auch so schnell wie möglich mit der Mannschaft auf dem Platz. Wir wollen da keine Zeit verlieren, werden heute um 18.30 Uhr die erste Einheit machen. Wollen auch da schon die ersten Erkenntnisse sammeln, was die Mannschaft anbetrifft. Wollen ihr schon einige Sachen mit auf den Weg geben, wollen jeden einzelnen Spieler kennenlernen. Und werden dann natürlich in den nächsten Tagen viel Zeit miteinander verbringen. Zum einen viel Zeit auf dem Trainingsplatz, aber, und das ist ja ganz logisch, dass auch viele Gespräche vonnöten sind, um halt die Mannschaft dann auf Kurs zu bringen. Das im ersten Step von meiner Seite. Ja, Stefan, vielen Dank. Für dein Eingangsstatement kommen wir zu Ihren, euren Fragen. Matthias Reich stand mit den Reihe 1 ganz unruhig, dann wollen wir nicht lange warten. Bitte schön. Herr Finke, Daniel Scherning, Bayern unter Vertrag, Stefan Emmerling auch, sind für die beiden Ablösesummen bezahlt worden? Frage Nummer 1. Kann ich mich erstens ganz schlecht daran erinnern. Ist schon länger her und ob das so ist, weiß ich nicht. Dann eine Frage an Herrn Emmerling. Es wurde ja vorhin auch viel von erster und zweiter Liga gesprochen. Ja. Wie groß ist denn bei Ihnen die Gefahr, dass der Verein vielleicht nochmal durchrutschen kann? Wie weit beschäftigen Sie sich mit dem Abstiegskampf um in der Regionalliga? Ja, zum einen geht es ja darum, diesen Abwärtstrend zu stoppen. Ja, ich denke, dass das die erste Aufgabe ist, den SC Paderborn davor zu bewahren, dass es nochmal eine Liga runtergeht. Und klar, es kam ja jetzt auch deswegen zu einer Veränderung auf dem Trainerposten, weil man vielleicht auch den Glauben daran verloren hatte, dass es unter meinem Vorgänger umsetzbar ist. Es ist so, dass ich auf meiner Trainer- oder auf meinen Trainerstationen schon das ein oder andere Mal mit so einer Situation zu tun hatte. Also es ist jetzt keine neue Herausforderung, aber es ist natürlich eine große Herausforderung. Ich weiß, wie man sowas angehen muss. Habe es auch schon viele Male bewiesen, dass es machbar ist. Und von daher, eine Garantie gibt es nie. Aber ich denke, mit ehrlicher Arbeit sowohl von uns allen Verantwortlichen als auch von der Mannschaft ist es umsetzbar. Ja, haben gleich mal neue Westfälische. Machen wir bitte weiter. Ja, ich finde an Sie die Frage auch noch der Vollständigkeit halber. Sie hatten eben den Job gelobt von Florian Fulland, der jetzt nicht mehr im Team ist. Was geschieht mit ihm? Florian Fulland hat im Moment damit zu tun, dieses letzte Spiel zu verdauen, und wir werden uns am Martin, wann treffen wir uns? Am Montag? Oder am Montag mit ihm ein fortführendes Gespräch suchen. Ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass wir ihn gerne wieder im Bereich des Nachwuchsleistungszentrums begrüßen würden. Denn wir haben ja im Moment auch neben den Problemen mit der Profimannschaft haben wir auch ganz erfolgversprechende Ergebnisse, was unsere Jugendabteilung angeht. Und die möchten wir natürlich verfestigen und möchten die auch zu einem guten Saisonende führen, was ja dann auch Beweis wäre für die notwendige Installation des Nachwuchsleistungszentrums, dass das Früchte tragen würde. Deswegen lege ich besonders viel Wert darauf, dass idealerweise diese beiden Mannschaften auch aufsteigen würden. Ja, Werner Schulte. Emmerling, Sie haben ja jetzt einen Vertrag unterschrieben bis 2018. Würde der dann notfalls auch für die Regionalliga gelten? Nein. Das ist nicht umsetzbar. Und auch nicht das Ziel. Bitte, Matthias Reichstein. Werner, gibst du nochmal das Mikrofon nach vorne? Konkret zu Florian gefragt, also das hieß dann Rückkehr NLZ als Leiter, was er vorher auch war, und Trainer U19.
die Details und ob, das ist noch eine Frage. Ich glaube, ich tue gut daran, mich in diese Strukturen wieder neu einzuarbeiten. Sie haben ja gesehen, dass im Nachwuchsleistungszentrum erhebliche personelle Veränderungen sich im letzten halben Jahr abgespielt haben, von denen ich Namen zur Kenntnis genommen habe, wo ich aber nicht weiß, wer dahinter steckt. Ich möchte mir gerne ein Gesamtbild verschaffen und dann in Zusammenarbeit mit Martin und in den darauffolgenden Gesprächen dann eine Entscheidung zu treffen. Da gehört ja A, die Bereitschaft der Beteiligten dazu, das eine zu machen oder auch den Doppeljob zu machen. Und das muss man den Gesprächen jetzt, muss die Gespräche vorausgehen lassen, um dann eine Lösung zu finden, die in erster Linie dem Verein dient. Denn ich habe ja gesagt, ich lege sehr viel Wert darauf, dass die erfolgreiche Arbeit der U19, dass die über die Saison zu Ende gebracht wird. Kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, ja, ich habe Florian Fulland vorhin begrüßen dürfen, als er sich von der Mannschaft verabschiedet hat. Er hat vorher erkennbar einen tollen Job gemacht auf der Position, die er vorher ausgefüllt hat, hat Erfolge gehabt. Und es gibt also aus meiner Sicht keine Beweggründe unsererseits, diese Zusammenarbeit anzuzweifeln. Wir würden die gerne fortsetzen. Ob er das will, das ist eine andere Frage. Das muss man abwarten. Eine Frage, Herr Finke, Sie sind kein Freund von Prämien für den Klassenerhalt, aber sehr wohl ein Freund von Aufstiegsprämien. Ich kann davon ausgehen, dass das Letzte haben Sie, oder das Erste, was ich gesagt habe, haben Sie sein lassen, das Letzte haben Sie gemacht. Ja, eine Nicht-Abstiegsprämie in der dritten Liga, da wird sich mein Kugelschreiber sträuben. So ein Ding unterschreibe ich nicht. Natürlich werden wir uns zu gegebenen Zeitpunkt, ich sag mal, der Zeitpunkt heute, auch die Frage ist denkbar ungünstig, wenn du auf Tabellenplatz 18 stehst, über eine Prämie zu verhandeln, die bei Aufstieg fällig wäre. Ich glaube, die Mannschaft ist auch klug genug, im Moment nicht darum zu verhandeln. Ich glaube, da müssen noch ein paar Spiele ins Land gehen, so eine Siegesserie mit 6 oder 7 Spielen, dann können wir darüber sprechen. Vorher ist das obsolet. Gibt es noch Fragen zur sportlichen Führung? Das sehe ich nicht. Dann danken wir Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung unserer Information. Dankeschön.